So, da sind wir wieder. Bei Infraspace. Ich mach mal weiter. Gucken wir mal. Also verkehrstechnisch sah das ja jetzt gut aus. Ich wollte mich ja jetzt mit den Computern beschäftigen, beziehungsweise mit Mikrochips, beziehungsweise mit einer neuen Quelle für Elektronik. Weil das werde ich nicht mit denen hier machen können. Das wird nicht drin sein. Einfach die beliefern die beiden. Da werde ich jetzt einfach eine neue machen müssen. Und dann wird das gut sein. Kriegen wir ja wohl hin. Irgendwas. Ich habe jetzt Autobahn freigeschaltet, richtig? Haben wir jetzt Autobahn? Ne, noch nicht. Ich dachte, wir hatten gerade Autobahn freigeschaltet. Oder sind wir gerade dabei? Ne, Schienen hatten wir freigeschaltet. Stimmt. Wir hatten die Gleise freigeschaltet. Damit wollte ich ja theoretisch das Eisen von hier nach da oben bringen. Das könnte ich auch mit den Mikrochips eigentlich machen, die hier hinkommen sollen. Vielleicht machen wir das dann doch zuerst. Hier quasi einen Bahnhof reinsetze. Einen hier drehen. Okay, wo muss man ein Stück weg? Das ist aber ja nicht das Problem. Okay, das sieht unschön aus, das machen wir nicht so. Ich möchte wohl eine Kurve da rein haben. Oder machen es halt so. So, habe ich hier den Bahnhof für Eisenerz und hier den für Mikrochips und würde den, glaube ich, einfach hier ankommen lassen wollen. Hier wird dann aber... Wo ist der Unterschied zwischen einem Mini-Bahnhof und einem kleinen Bahnhof? Kann man das erklären? Hat der zwei Gleise? Ne, es sieht auch nur nach einem Gleis aus. Du hast zwei Gleise auf jeden Fall. Ne? Du hast nur ein. Du hast auch nur ein Gleis. Ich brauche hier aber zwei. Einmal für Eisen hier und einmal für Mikroelektronik hier. Wahrscheinlich werde ich auf Zukunft... Ich könnte auch den Schwefel von hier mit damit schicken lassen. Das ist gar nicht nötig. Glaube ich. Ne, dann stelle ich hier jetzt... Ist das doch ein zweigleisiger? Ich sehe das so schlecht. Ich baue das Ding jetzt einfach. Ne, das ist ein zweigleisiger auch. Okay, das ist ein zweigleisiger Bahnhof. Gott, ist das Ding riesig. Ey, heilige Kacke. So, war wirklich, wie riesig ist das bitte? Ja. Ich würde dich ja am liebsten irgendwie hier hinsetzen wollen, ne? Bin ich ja ehrlich. Das heißt, ich reiß mal eben die Straße ab. Die Straße hier komplett einmal weg. Und führe die mal eben. Das ist ja nur ein temporäres Ding, hoffentlich. Einmal nach da. Heißt, ich könnte den Bahnhof jetzt hier hinsetzen. Ne? Ich glaube, ich schicke dich aber noch einen weiter. So. Ist auch anders schön, ne? Einfach. Bahnhof 4 ist aber verbunden, ne? Ja. Auch mit den richtigen Straßen. Okay. So, und das kann ich hoffentlich, weiß ich jetzt noch nicht, Gleise aber noch ändern.
Habe ich die jetzt übereinander gebaut, wirklich? Ich würde gerne die Gleisrichtung anpassen, bitte. Kann ich die Gleisrichtung nicht ändern? Wenn ich das jetzt so dran baue. Das geht ja nicht. Das macht er ja nicht. Wenn das nicht geht, ist das ein Problem. Kann ich die Gleisrichtung wirklich nicht anpassen? Funkstation. Das wäre nämlich echt unsexy. Ehrlich gesagt, weil beides kommt ja von hier und soll nach da hin. Fällt gerade auf, ich könnte übrigens das hier von hier kommen lassen. Einfach. Und das hier von hier rausschicken. Und dann. Das kann ich schon verbinden, das ist drin. Aber dass ich das nicht anpassen kann, die Gleise nicht anpassen kann, kann ich das beim Bau machen vielleicht irgendwie? Ich wüsste aber nicht wie. Einfach. Okay, ich kann schon wieder was forschen, dann sollte ich das vielleicht auch mal eben machen. Sechsspurige Straßen. Laden kann es ja nicht. Aber wie kann ich denn die Gleise anpassen? Ich kann ja auch nicht die In- und Outputs anpassen, oder? Geht das doch? Die Straßen, meine ich jetzt, die reinkommen. In die Kreuzung anpassen, aber es bringt mir ja nichts. Das ist ja kacke. Oh, stimmt, ich kann eine Raumschiff-Werft bauen. Denkst du mir? Du produzierst einfach irgendeinen Kram aus nichts. Okay, keine Ahnung wofür. Das ist ja behindert, dass ich das nicht anpassen kann. Also, es ist echt nicht schön. Ich sehe auch keine Möglichkeit, das irgendwie anzupassen gerade. Also mal null. Einfach. Das heißt, eigentlich kann ich das Ding schon wieder abreißen, weil ich werde dann zwei Bahnhöfe brauchen. Zwei Bahnhöfe, die halt aus der gleichen Richtung kommen. Es wird wahrscheinlich irgendwie gehen. Ich kann, entweder kann ich es noch nicht, weil das noch eine Forschung ist. Irgendwie. Züge, Schienen. Oder ich bin einfach zu dämlich. Wäre jetzt auch nichts, was mich verwundern würde irgendwie. Einfach. Aber hier ist doch auch nur eingleisig. Das muss man doch anpassen können irgendwie. Oder sehe ich das jetzt? Oder kann ich irgendwie vielleicht vorher ein Gleis ziehen und den Bahnhof da reinstellen? Jetzt? Ist drin? Nee, das geht auch nicht. Hm. Weil so, ich kann ja dann nur von der einen Seite kommen. Einfach. Das ist ja eigentlich das Problem. Ich kann ja jetzt nicht irgendwie noch das Gebäude auf die andere Seite ziehen. Es muss doch irgendwie möglich sein, das zu drehen. Kann ich mir ja gerade fast nicht vorstellen, als wenn das nicht möglich ist. Einfach. Aber ich finde einfach gerade keine Möglichkeit, wie. Vielleicht muss ich mir das nochmal, muss ich mir dazu mal was angucken. Okay, dann wird das Bahnhofsprojekt erstmal nach hinten verschoben. Dann kümmern wir uns jetzt wirklich erst um. So, ich ziehe die Straße jetzt einmal neu, weil sonst wird es hier Chaos geben, denke ich. Ohne Kurven, danke. Dann muss ich mir dazu mal kurz ein Tutorial angucken, ob es da irgendwas gibt.
was mir da hilft. Also wie gesagt, ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen, dass das dass da keiner irgendwie beisitzt. Oder keine Möglichkeit gibt, das zu ändern. Wäre ja ganz ganz. Ja. Okay, also. Computer, ich brauche neue Mikroelektronik. Dafür brauche ich Eisen und Kupfer. Kupfer habe ich hier. Oh, du stehst nicht gut. Nehmen wir dich so. Eisen, du bist Kupfer. Du bist Eisen, du bist Uran, du bist Kupfer. Hier habe ich schon das Eisen angezapft für Stahl. Okay. Ja, wo setze ich das denn jetzt am besten hin? Auch so. Weil ich muss den ganzen Kram ja irgendwie hier reinkriegen. Ich könnte das natürlich irgendwo rechts hiervon machen. Hier habe ich zum Beispiel Kupfer und da habe ich Ei. Das wäre natürlich gut. Was brauche ich dann noch? Sand, das ist gar kein Problem. Und Aluminium. Bist du Aluminium? Perfekt. Okay. Dann würde ich sagen, kriege ich den ganzen Eisen, das Eisen nach hier zum Kupfer, verarbeite das hier zu Chips, verarbeite das dann irgendwie hier weiter zu den, hier zu der Mikrochipfabrik und dann hier zu Computern und karre das dann alles hier hin. Passt doch. Dann fangen wir doch mal an. Da ist erstmal Stromleitung ziehen. Von unserem Solarfeld hier oben. Nach da. Kann ich nicht auch schon die großen Grundwasser-Lebensmittelverarbeitung, Dünger, richtig die großen Bergbau, große Bagger. Ah, da brauche ich dann wahrscheinlich Motoren für. Okay, ja, dann nehme ich noch die kleinen. Das ist ja vollkommen legitim. Okay, nee, nicht RE. 2, 3, 5. Keine Ahnung, ich weiß nicht, wie viel ich brauche, ehrlich gesagt. So, fahr das dann alles hier rüber zum Kupfer. Ja. 1, 2, 3, 4, 5. Kupfer. Okay, dann. Ja, Strom ist das eine Thema. Komme ich von dir einmal hier hin? Nach da. Nach da. So, kann ich den ganzen Bums zu Mikrochips. Nee, nicht zu Mikrochips. Zu Elektronik verarbeiten. Machen wir einfach mal hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. 1, 2, 3. Ihr kriegt von hier Kupfer. Ihr bekommt von hier, das könnte man auch schon fast mit Zug machen eigentlich. Von hier hinten Metall. Nimm den Strom an, am Klemmen. Generell zu wenig Strom? Ja, okay. Dann da eine Windturbine. Hier noch eine Windturbine. Da noch eine Windturbine. Ganz viele Windturbinen wieder. So. Muss ich jetzt alles mal eben einmal Strom verbinden. Habe ich wieder ein bisschen Strom. Das ist sehr gut. Habe ich Autobahnen, die großen oder die sechsspurigen Straßen. Da habe ich hier Strom, ich kriege Kupfer, ich kriege. Okay, fein. Ich sollte das übrigens als ein großes Gebiet, Stadtgebiet, glaube ich, machen. Einfach, glaube ich, das Simpelste. So.
Dann will ich ja den Kram zu Mikrochips verarbeiten. Mache ich einfach hier drunter. Dafür brauche ich noch Sand, das kann ich von hier links holen. Das macht zumindest Sinn. Dass ich das mal wieder vergesse. So. Ich weiß nicht, wie viel Kapazität ich am Ende dafür brauche, wie schnell die produzieren, wie viel ich wirklich auch am Ende brauche. Deswegen mache ich es jetzt erstmal so. So. Yay, Forschung abgeschlossen. Sehr gut. Ich bin immer noch in dem Stadtviertelgebiet. Das habe ich ja jetzt schon öfter gehabt, dass ich das noch drin hatte. So, dann kann ich das mit Strom verbinden, theoretisch. Boah, ziemlich genau so. Brauchen wir noch Sand hier. Ich sollte übrigens sagen, das bleibt hier drin. Sand bleibt... Entschuldigung. Gott, das konnte ich nicht unterbinden mehr. Eisen bleibt hier drin. Mikrochips bleiben hier drin. Sand habe ich. Ach ja, und Kupfer bleibt hier drin. So, und dann kann ich jetzt hier eine kurze Strecke rausmachen. Kann ich hier eine kurze Strecke rausmachen, um Sand zu karren. Einfach. Ich weiß nicht, wie viel ich brauche. Ich mache erstmal Pi mal Daumen, wie ich der Meinung bin. Wenn das aber ansatzweise in die Region von den Haushaltsgeräten geht, wird das auf gar keinen Fall reichen, was ich hier momentan bastel. So. Dann müsste ich ja jetzt Mikrochips kriegen. So, und die Mikrochips mache ich dann nach hier hinten raus. Bearbeite die hier zu Computern. Die brauchen aber auch die Elektroteile. Brauchen beides. Okay, erstmal das Stadtgebiet hierhin erweitern. Computer bleiben nicht hier drin. Aber ich brauche dann jetzt auch eine Straße. 1, 2. Einmal hier runterführt, weil ich muss hier halt auch die Computerchips hinkarren. So. Das heißt, ihr braucht noch Strom. Kennen wir ja schon. Und dann können wir jetzt da Mikrochips. Ich jetzt die Computerchips, wenn ich noch Aluminium herstelle. Das kriege ich von hier oben. Über Abbau. Ist aber irgendwie ein bisschen schwierig dran zu kommen gerade. Machen wir es mal so. Sollte ja wohl so grob zumindest funktionieren. Und ich muss ja hier runter. Kann hier nicht runter, weil die zu steil ist. Ich möchte hier runter. Ich kann hier immer noch nicht runter, weil es zu steil ist. Okay. Immer noch zu steil. Oh, jetzt geht's. Keine Ahnung. F, ne? So, und kann das Ganze dann... F. Boden der Tatsachen holen. Theoretisch hier auch drüber laufen lassen, weil die müssen ja beide da hoch. Also hier hin. Quasi. Mikrochips bleiben hier. So, das heißt, ich brauche hier jetzt, muss das nochmal eben kurz erweitern, nach hier hoch. Aluminium bleibt ebenfalls hier. Brauche hier dann jetzt noch Strom. Und ich sehe gerade, dass ich langsam zu wenig Leute habe. Müsste hier einmal hoch, Freunde. Irgendwie mit Strom. Ist das possible? Irgendwie? Oder nicht so?
scheint mir nicht so. Das heißt, ich muss hier eigene Windturbinen bauen. Das kriegen wir auch hin. So. Und dann müsstet ihr ja jetzt gleich, wenn ich jetzt alles richtig gemacht habe, und ich jetzt persönlich erstmal ausgehe, Aluminium von A nach B karren. Richtig? Nämlich nach hier unten. Ja, dich kann ich ja schon wieder abreißen, weil das funktioniert nicht. Ja, da fährt der erste LKW los. So, aber die sind irgendwie alle nicht so mega effizient, weil ich nicht genug... Achso, ich habe nicht genug Leute. Okay, das ist ein anderes Thema. Hier ähnlich. Ich habe jetzt gerade einfach nicht mehr genug Leute, weil... keine Immigranten mehr kriege, weil meine Stufe zu niedrig ist, weil ich jetzt erst Computer benötige. Und Computer... Computer. Ihr produziert Computer, ne? Ja. Computer kann ich von da... Ne, nicht intern. Ich will nach dahin krachen. Das würde ich zum Beispiel auch schon wieder eigentlich lieber mit Zug machen, aber... dazu muss ich mir erst Tutorial angucken, deswegen schicke ich jetzt einen... eine zweispurige Straße da einfach hin, die hier rausgeht. Das Ganze... von hier quasi befüllt. So. Und dann würde ich jetzt Computer kriegen. Theoretisch. Die ersten... Oh. Ah, damit kann ich die Winkel ändern. Okay, spannend. Du bist auch. Okay, ich werde hier mal eben kurz eine Querstraße reinziehen. Nur damit die da vielleicht mal drehen können. Genauso hier unten, ey. Dann müssen wir jetzt ehrlich gesagt einfach mal gucken, ob das schon ausreicht. Das kann ich nämlich ehrlich gesagt nicht beurteilen. So aus dem aktuellen. Also auch, ob ich überhaupt genug von allem kriege, so zu sagen. Ich habe ja gerade schon gesehen, theoretisch müsste ich ja noch mehr Leute kriegen, aber ich habe ja nicht die... ich habe ja nicht die Habitationsstufe. Die wollen ja jetzt alle die vierte Stufe haben, theoretisch schon. Mal ich auch teilweise nicht genug Hausgeräte, glaube ich, mehr kriege. Ich krieg nicht genug Computer, ich krieg relativ viel nicht. Okay. Kümmern wir uns jetzt erstmal um die Sachen, wo ich das direkt sehe. Nämlich um dich. Ich auch direkt das Wassernetz einmal anschließen, bitte. Bleibt dann alle dran, dann kriege ich wieder genug Wasser und ich brauche mehr Sauerstoff. Und das Sauerstoff, den kann ich ja jetzt komplett eigentlich auch auslagern. Weil das ist ja jetzt vollkommen egal, wo ich das habe, weil ich das ja über die Rohre mache. Heißt, ich würde hier hinten ein neues Sauerstoff machen. Und ich krieg doch, habe ich doch eben schon gesehen. Ne, mit Kohlenstoffrohre kriege ich nicht keine Kohlenstoffrohre. Schade. Naja. Egal. Trotzdem werde ich jetzt hier außen noch ein neues Sauerstoff-Zentrum, keine Ahnung, wie man es erstellen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Drei. Sechs. Drei. Fünf. Eins, zwei, drei. Sechs. Irgendwie die Rohre.
muss ich da jetzt nur noch Straßen dran setzen und dann haben wir zumindest das Sauerstoffproblem auch schon wieder gelöst. Erste. So weit zu. Okay, was fehlt mir dann? Mir fehlt. Ich krieg nicht genug Computer. Okay, das war aber wahrscheinlich sogar abzusehen. Ich kriege nicht genug Haushaltsgeräte. Ja, das habe ich ja eben schon mal vermutet, dass das nicht mehr der Fall ist. Ehrlich gesagt. Eben aufgrund dessen, dass ich halt da die Problematik langsam hier die Straße durchziehen. Theoretisch auch kann ich hier die Straße. Forschungs. Das ist okay. Was ist das denn jetzt? Was hab ich denn da jetzt in der Hand? Hallo? Okay, das war glaube ich gerade einfach ein bisschen buggy. Dass mir die Dinger nicht angezeigt werden, aber okay. Ich sehe, dann Bauer werden sie mir angezeigt. Nö, das ist jetzt gerade generell ein bisschen buggy. Einfach. Kann es auch nicht wegklicken gerade irgendwie. Ah, jetzt. Okay. Nein, dann bauen wir mal eben das Gebiet hier aus. Und dann haben wir das nämlich. Sauerstoff ist, wie gesagt, ja relativ egal. Hier der Teil. Jedes Mal das Gleiche. Mal gucken, wann ich das gelernt habe, bis ich merke, dass ich das Stadtviertel immer noch abwählen muss. Ehrlich gesagt. Das wird, glaube ich, noch ein Stück dauern. So wie ich mich kenne. Oh. Bin immer noch im Stadtviertel drin. Hat er noch gesagt, ey. Mann. So. Ich kann ich auch eben ausweiten. Ich habe ich ausgeweitet. Hier hinten ist klar. Funktionsübersicht. Was ist jetzt hier das Problem? Ja, jetzt habe ich wieder das Problem, dass ich hier die Ampel einfach staut. Es staut sich einfach hier diese Ampel. Ganz ehrlich, ich mache das jetzt auch mit Ampel. Ich weiß nicht, wie ich es anders gerade drehen soll. Damit das nach und nach jeder irgendwie da wegkommt. Vielleicht hilft das ja schon. So. Dann kann ich jetzt Grundwasserextraktion mache ich jetzt mal. Damit zumindest alle Seiten irgendwie mal was haben. Also keine Ahnung, es staut sich jetzt. Ihr beide habt Vorfahrt. Fertig. Ihr drei habt. Eigentlich ist es egal. Es ist. So, was passiert, wenn ich so mache? Wenn ich so mache? Genauso schlecht, ne? Wäre es, wenn die da gar nicht herkommen würden, glaube ich. Dass hier wieder eine Einbahnstraße wird. Hey, man muss echt ein bisschen hier im Verkehr gucken. Das ist nicht ganz so trivial alles. Gefühlt. Kann ich das jetzt nicht ersetzen? Das habe ich jetzt noch angeklickt, dass ich es nicht ersetzen kann. Irgendwas war da doch bestimmt noch, ey. Ich kann es einfach nur nicht. Okay, reißen wir dich ab. Machen wir es halt auf die gute alte Art. Bau nicht neu. Fertig. So geht's ja auch.
aber machen wir es so. Mal gucken. Wir dürfen alle fahren, wie sie wollen. Wird am besten sein. Keine Ahnung, wir werden es echt sehen. Hier geht's, hier geht's. Ach, Vater, ey. Also Stau ist da. Vielleicht sollte ich den Kupfer, das Kupfer vielleicht wirklich irgendwie mit Zug hier hinten ranbringen, damit die einfach mal von einer ganz anderen Seite kommen. Dauer wäre das wahrscheinlich nicht ganz verkehrt, würde ich behaupten. Aber mal abwarten. Aber gefühlt wird es jetzt langsam wieder hier. Okay, vielleicht auch nicht. Solange, ich sag jetzt mal. Auch ein Buggy, ist jetzt neu. Da ist doch nichts. Bisschen buggy ist das Spiel noch. Das sind jetzt die ersten Sachen. Also auch erst seitdem das bis. Seitdem ich hier einfach ein bisschen größer bin, sag ich jetzt mal, ist das ein bisschen buggy jetzt geworden einfach. So, wir haben hier jetzt die ersten Stufe 4 Wohngebäude, richtig? Ja, das sind jetzt die ersten Stufe 4er. Ja, cool. Nur, dass ich einfach massiv zu wenig Leute immer noch habe. Oder mal wieder habe. Heißt, ich brauche mehr von euch. Das hätte ich gar nicht machen müssen, weil da gegenüber ist ja... Bauen wir hier mal das Wohngebiet weiter aus. Können wir doch mal, ob das jetzt schon hilft, wenn ich das Stückchen hier ausbaue. Straßen vergesse ich natürlich nicht. Wo müssten sie eigentlich haben? Wasser und Sauerstoffleitung stricke ich jetzt. Wasserleitung. Oh, nee, der Puff. Das war doof. Irgendwas hat er hier an Stress. Ja, nochmal neu. Also ich ist cool. Und jetzt noch du. So, und ich werde das alles, was ich jetzt an Computergezeugs gemacht habe, brauche ich eigentlich nochmal. Naja, doppelte. Auch charmant. So, ich muss natürlich jetzt erstmal gucken, ob ich überhaupt genug Kram kriege, das kann ich ja jetzt auch noch gar nicht beurteilen. Hier, ja, Kupfer sieht weiterhin schwierig aus, nenne ich es mal. Hier habe ich ja jetzt alle auf Vorfahrt gesetzt, aber jetzt hier einfach auch mal gucken, ob es was bringt. Sieht doch jetzt schon direkt viel besser aus, dann machen wir das jetzt überall. Fuck, du auch überall auf Vorfahrt, Fahrt. Dann sollte das ja jetzt so klappen. Gucken wir mal. So. Die Produktionsübersicht kann ich auch wieder einklappen. Ich habe nicht genug Strom im Netz. Ach du Kacke. Ich habe nicht genug Strom. Da sollte ich mich vielleicht auch mal drum kümmern, weil zieht euch mal rein, wie viel Strom ich hier baller. Eigentlich. Also das ist ja jetzt echt nicht mehr wenig, wie viele Windturbinen ich hier teilweise schon habe. Okay. So. Okay. Strom habe ich dann jetzt auch wieder. Noch Dinge forschen mal wieder. Komm ehrlich gesagt schon fast gar nicht mehr hinterher, was ich alles forschen kann. Was ich alles Neues bauen kann. So, was haben wir hier? Hier haben wir Probleme mit Mikrochips. Wo? Haben wir Probleme mit den Mikrochips? Kommen die einfach gerade nicht raus oder was ist?
Oh, jetzt wird erst der lange Kupferberg hier hinten abgewiegelt oder was ist los? Weil irgendwie müsst ihr hier links rein. Das sorgt jetzt gerade hier für den Stau. Weil der auch mitten auf der Kreuzung steht, dann macht man ja auch nicht. Was ist denn das? Kreuzungen müssen ja frei bleiben, das geht ja nicht anders. Habe ich auch gerade nicht verstanden, warum die überhaupt stehen geblieben sind da. Hat für mich jetzt weniger Sinn gemacht, aber okay. So, Umspannwerke und Solarpaneele. Wahrscheinlich mit Solarpaneelen werde ich mein Problem echt schnell lösen. Ich kann jetzt die großen... Die brauchen keine Motoren, die brauchen einfach nur wieder Beton. Das ist cool. Hier, jetzt kann ich Autobahnen, die richtig großen Autobahnen. Das ist natürlich auch cool. Muss ich mal gleich gucken, ob ich das nicht irgendwie sogar einbinden kann. Aber mal schauen. Oh. Hier die Kreuzung macht natürlich wieder Stress. Das kennt man ja nicht anders. Wäre, wenn ich die hier auch mal vierspurig mache, diese Straße. Hilft das? Kann gar nichts. Ich speichere jetzt einfach einmal und lade das neu, das Spiel. Also gerade ist ja ganz schlimm. Livestream, also mit den Bugs. So, dann gehen wir einmal auf Be Right Back.